Hi zusammen, heute sensationell ein neues Makroobjektiv, das ich euch vorstellen darf, und zwar das nagelneue TT Artisan 100mm f2.8 und jetzt kommt das Highlight, Tilt Shift. Was es mit dem Objektiv auf sich hat und was wir damit machen können, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Endlich ist es soweit. Ich darf euch das Objektiv endlich präsentieren, mit dem ich schon mindestens 2 Monate herumspiele. Was ist das für ein Objektiv? Wir haben hier ein 2:1 Makro. Das ist schon mal super cool. Es ist nicht nur ein 1:1 Makro, sondern es hat einen doppelt so großen Abbildungsmaßstab. Wir können damit näher ran. Wir haben das Insekt nochmal doppelt so groß drauf. Natürlich hat das immer den Nachteil, dass wir dann weniger Schärfentiefe haben, vielleicht mehr abblenden müssen oder ein Fokus-Stacking machen müssen. Das ist natürlich auch klar. Und bevor wir über dieses Objektiv überhaupt reden, möchte ich euch einfach mal normale Fotos zeigen, die ich mit diesem Objektiv aufgenommen habe. Einige davon wurden gestackt, das schreibe ich immer dazu. Und ihr seht mal, was mit diesem Objektiv so möglich ist. Viel Spaß mit der Bildshow. Hier ein Stack von einer extrem kleinen Blüte und wenn man da ganz nah ranzoomt, dann hat die, glaube ich, noch so rote Tröpfchen am Rand. Das ist unglaublich, würde man niemals mit bloßem Auge sehen. Okay, ihr habt jetzt gesehen, was machbar ist, was ich für coole Insektenmakros auf Teneriffa übrigens fotografiert habe. Und das ist nämlich schon der erste Punkt und den möchte ich nicht einfach nur so wegen dem Tilt-Shift-Namen unter den Tisch fallen lassen. Wir haben hier, ohne dass ich Tilt und Shift verwende, ein sehr potentes Makro, was 2:1 abliefert. Natürlich ist das in der gewohnten hochwertigen Güte voll aus Metall. Bei TT Artisan sind wir das ja gewohnt. Es ist ein manuelles Objektiv. Wir haben natürlich einen manuellen Fokus, einen manuellen Blendenring. Wir haben keine Übertragung von irgendwelchen EXIF-Daten. Das hängt halt einfach mal so tot an unserem Bajonett dran. Aber das ist bei 2:1 Makros eigentlich üblich. Kommen wir noch kurz zur Technik. Wir haben, wie gesagt, hier Vollmetall. Es lässt sich wunderschön weich verstellen. Der Fokus und der Blendenring geht von einer f2.8 auf eine f22. Wir haben eine Naheinstellgrenze von 25 cm und das ist für ein 2:1 richtig gut. Das heißt, wir müssen dem Schmetterling oder der Fliege nicht so nah auf die Pelle rücken und das liegt natürlich gerade an dieser 100mm Brennweite, dass wir einen angenehmen Abstand zu der Fluchtdistanz des Insekts einhalten können. Ja. So Leute, die Kamera ist in Stellung gebracht, denn da hinten sehe ich das Kokon der Spinne. Und da versuchen wir jetzt mal einen kleinen Makro-Stack draus zu machen. Was ich auch total cool finde an dem Objektiv und keine Angst, ich habe auch noch ein paar Nachteile, ja, sind noch 2 weitere Dinge. Und zwar haben hier vorne eine geschlossene Konstruktion. Das heißt, wenn ich hier den Fokus verstelle, dann fährt natürlich hier sehr viel, also die ganze Linsengruppe fährt vor und zurück. Und da ist es natürlich toll, wenn die nach hinten fährt, dass da nicht so der Dreck rein kann, sondern dass vorne schon mal eine Scheibe drauf ist. Ja, also sonst müssten wir hier wieder ein UV-Filter oder so draufschrauben. Das wäre eigentlich nicht zeitgemäß. Ja, normalerweise kann man das, und das hat auch Laova in letzter Zeit ja immer brav gemacht, dass sie dann gesagt haben, okay, wir machen hier eine Abschlussscheibe vorne hin, damit der Staub nicht reingeht, weil das ist wirklich bei diesen Konstruktionen sehr schwierig. Also das muss zu sein. Was mir auch noch gefällt, ist hier, dass wir 4-mal immer 90 Grad versetzt umlaufend ein kleines Gewinde haben. Leider, weil das Objektiv noch nicht veröffentlicht war, konnte ich nicht nachlesen, was genau das für ein Gewinde ist. Ich habe von TTA auch überhaupt keine Daten bekommen. Ich habe nur das Objektiv bekommen. Ja. Von daher aber
man kann ja jedes Gewinde adaptieren. Es ist ein sehr dünnes Gewinde, es ist kein 1/4 Zoll, aber es ist natürlich ein Gewinde. Das heißt, wir können es adaptieren auf 1/4 Zoll und dann könnte man hier direkt am Objektiv einen Blitz festschrauben und das freut natürlich extrem viele Makrofotografen. Das ist ja sehr, sehr wichtig. So, kommen wir zur Tilt-Shift-Funktion. Wenn ihr neu hier seid auf dem Kanal, wenn ihr das Video jetzt zum ersten Mal seht, wenn ihr mich noch nicht kennt, dann empfehle ich euch, schaut euch bitte zuerst das Video in den Abspannkarten ganz am Ende an, denn dort erkläre ich ein Tilt-Objektiv. Ich möchte euch jetzt nicht gleich mit einem Tilt-Shift überfordern, denn das ist nochmal ein Skill mehr, was dieses Objektiv halt einfach so mitbringt. Ja? Übrigens habe ich auch noch gar keinen Preis. Vielleicht ist er jetzt schon veröffentlicht worden, ich blende ihn mal ein. Wenn ihr an dem Objektiv interessiert seid, findet ihr natürlich den Link zum Produkt unten. Ich hoffe, den billigsten Link finde ich für euch wieder raus, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Okay, also, Tilt, habt ihr im letzten Video schon gehört, ist sozusagen, wir können, das kann ich ja nochmal, ach nein, ich zeige es euch nicht, ihr schaut einfach das Video an, wir können die Schärfenebene kippen. Ja, wir haben nicht mehr Schärfentiefe deswegen, aber wenn wir jetzt einen schrägen Gegenstand haben, zum Beispiel die Feder steht hier schräg im Raum, dann kann ich hier halt einfach durch die Tilt-Funktion das Objektiv aus der Achse kippen, ohne dass ich die Kamera jetzt hier groß verstellen muss. Und wenn dann der Ausschnitt woanders hinwandert, habe ich die Möglichkeit, dass mit der Shift-Funktion, und das ist die neue Erweiterung, über die wir beim letzten Objektiv natürlich nicht geredet haben, weil das war ja nur ein Tilt-Objektiv, jetzt haben wir Tilt-Shift. Ja? Das heißt, ich kann hier eine kleine Schraube öffnen und dann habe ich auch noch eine Shift-Funktion. Und normalerweise ist eine Shift-Funktion dazu da, dass wir stürzende Linien wieder gerade machen können, ohne dass wir dadurch Pixel verlieren, weil wir das in Lightroom Photoshop gerade machen. Ja? Also, das heißt, eine Shift-Funktion haben wir eigentlich deshalb, dass wenn wir stürzende Linien haben, dass wir die Kamera, warum sind die stürzend, die Linien? Weil wir die Kamera nach oben kippen, weil das Gebäude so groß ist vor uns. Also kippen wir die Kamera nach oben, also laufen die oben so zusammen. Ja? Was wir dann machen bei Shift ist, wir stellen die Kamera wieder gerade ins Wasser, in die Wasserwaage, ja, nicht das Stativ in die Pfütze. So, und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, durch die Shift-Funktion uns wieder von dem Turm was zurückzuholen und haben dann aber ein Foto mit geraden Linien. Bei Makroobjektiv, also beim Objektiv mit 100 mm Brennweite, ich habe es ausprobiert, ist der Effekt kaum zu sehen. Weil, wenn ein Haus sehr weit weg ist, dann sind die Linien nicht sehr stark stürzend. Und dann ist natürlich dieser Verschiebungseffekt auch nicht mehr so drastisch, als wenn ich ein Weitwinkelobjektiv habe. Also warum hat das TTA-Design gemacht? Ich kann es nur vermuten. Ich kann nur vermuten, dass es Fälle gibt im Makrobereich, dass es manchmal, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Modellhäuschen fotografieren von unten, dann kann es auch stürzende Linien entwickeln. Und da ist es dann dafür gedacht, dass wir die Kamera wieder gerade stellen und dann die Shift-Funktion verwenden, damit diese stürzenden Linien aufhören. In der Makrofotografie ist für uns aber meistens nur diese Tilt-Funktion interessant. Ihr seht zum Beispiel hier bei der Feder, ich habe natürlich hier eine extrem geringe Schärfentiefe, weil wir einen 2:1 Vergrößerungsmaßstab haben. So, jetzt wenn ich mit einer F4 fotografieren will, dann habe ich natürlich sowieso wenig Schärfentiefe hier bei einem 2:1. Ja? Und jetzt hat das halt zur Folge, wenn das Insekt irgendwie schief sitzt und ich kann mich aber nicht drehen, weil da eine Wand ist oder eine Mauer oder ich würde es verscheuchen oder wie auch immer oder die Feder ist jetzt hier halt einfach krumm, ich kann das Stativ nicht rumstellen, dann kann ich mir helfen, ich will jetzt zum Beispiel alle Wassertropfen auf dieser Feder haben, dann kann ich mir damit helfen, dass ich eben sage, ich tilte das Objektiv rüber und ihr seht ja, was das ausmacht. Jetzt haben wir natürlich von links nach rechts mehr Schärfentiefe, ist natürlich physikalisch nicht korrekt ausgedrückt, weil wir haben nicht mehr Schärfentiefe, sondern wir haben einfach nur die Schärfenachse verlängert, also in die Tiefe geschoben. Das heißt aber, die eigentliche Schärfentiefe ist nach wie vor wenig, ja? Oder halt F4, ganz normal. So, aber das Problem jetzt bei der Feder ist halt auch, ihr seht das, nach oben und unten ist ja die Feder auch noch krumm. Das heißt, das könnten wir wiederum erst dann ausgleichen, wenn wir das Objektiv hier an dem kleinen Druckknopf drücken und dann können wir das auch umdrehen. So, das heißt, wir haben dann auch die Möglichkeit, diese Verkrümmung zu kippen, sozusagen. Also keine Verkrümmung, sondern es ist eine Neigung. Diese Neigung können wir eben auch kippen, aber halt immer nur eins von beiden. Und da müssen wir uns halt entscheiden. Ist das überhaupt praxistauglich, bevor ich noch auf ein, zwei Nachteile eingehe?
ich würde es nicht oft verwenden, ganz ehrlich. Also ihr könnt euch einfach dieses Objektiv kaufen, weil ihr sagt, ihr wollt ein cooles, vernünftiges 2:1 Makro. Das ja übrigens mit einer 100mm f/2.8 perfekt auch für Porträts eignet. Ihr seht hier das Bild von Marion in Teneriffa oder auf Teneriffa ist gar nicht mal so übel geworden. Und das Bokeh gefällt mir viel, viel besser als beim 50mm f/1.4 von TT Artisan mit 13 Blendenlamellen, die uns eher enttäuscht haben. Und da muss ich sagen, liefert dieses Objektiv eine ganz andere Qualität ab, ist auch wahrscheinlich in einer anderen Preisklasse. Und ihr seht ja hier diese einzelnen Haare, die hier vorstehen, wie scharf die geworden sind, ja, und wie schön trotzdem das Bokeh ist. Also es ist vor allem auch ein Landschaftsobjektiv, es ist vor allem auch ein Porträtobjektiv und es ist vor allem auch ein 2:1 Makro. Dass wir dann sagen, diese Tilt-Funktion, die setzt man eher selten ein, so fair muss man sein. Aber ich habe euch schon gesagt im anderen Video, diese Tilt-Funktion könnt ihr ja auch für einen Miniatureffekt nutzen in der Landschaft. Wenn ihr das Objektiv kippt, dann könnt ihr natürlich in weiter Ferne einen Miniatureffekt erzeugen. Also so dumm ist das nicht mit dem Tilten, aber ich denke, in der Praxis setzt ihr das eher selten ein. Das dürfen wir jetzt nicht überbewerten. Was gefällt mir an dem Objektiv nicht? Zum Beispiel gefällt mir dieses kleine Klemmschräubchen für die Shift-Funktion. Das ist so dumm versteckt an und das ist so klein auch. Ich komme jetzt hier gar nicht richtig zwischen Kamera und Gehäuse. Ich muss jetzt mit dem kleinen Finger das klemmen. Natürlich kann ich sagen, ich drehe die ganze Konstruktion, wie ich es euch gesagt habe. Ich drücke hier oben den Knopf und dann seht ihr, könnt ihr das rumdrehen. Dann wandert natürlich das Schräubchen nach unten, aber es ist unnatürlich klein. Also das hätten sie echt größer machen können. Und was sie immer nicht auf die Reihe kriegen, und das ist jetzt der letzte Nachteil, der mir einfällt bei diesem Objektiv, ist halt eine Gummiabdichtung zum Sensor. Ich meine, wie viele Jahre kriegen wir schon Linsen aus China zugesandt und sie haben es immer noch nicht verstanden oder wollen es nicht machen, dass sie hinten eine Abdichtung zum E-Mount oder zu jedem anderen Objektiv-Mount bekommen. Also dieses Objektiv gibt es natürlich nicht nur für Sony. So, also das finde ich so ein bisschen schade, aber wir sind es halt auch irgendwie schon gewohnt, dass sie immer wieder hier ein Objektiv abliefern, das eben nicht abgedichtet ist, ja. Okay, das soll es gewesen sein. Hier zum TT Artisan 100mm f/2.8 Makro Tilt Shift. Mir hat es gefallen, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.